Und ja, die Chasseurschiffe halt schießen auf unsere Bürger, anstatt auf unsere teuren, teuren, richtigen Einheiten. Und, Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Upsi, das muss aber nicht sein. Und auf den französischen General. Oh, das muss ja nicht sein. Hier, stopp. Du schießt jetzt mal auf die französischen Truppen, die hier stehen. Und wir haben hier unseren leichten Kollegen. Ja, die Hälfte ist schon weg. Und da ist auch der General tot. Louis-Gabriel Suchet. Das war's mit ihm. Jo, danke. Tschüss. Das war schon mal ein großer Vorteil, den wir jetzt erarbeitet haben. Jetzt kommen wir gleich in die Infanterieschlacht hier. Ich hole noch ein bisschen auf hier mit den Truppen. Die sollen ein bisschen nachrücken. Und auch die Kollegen hier im Süden kommen weiter. Da, jetzt gibt es noch einen kleinen Kampf. Jawohl, die kriegen nochmal einen ab. Die kriegen auch nochmal einen ab, vermutlich von denen. Ja, yeah, herzlichen Glückwunsch. Ein Erfahrungspunkt für die Black Watch. Und da gehen wir jetzt mit leichten Aguda noch rein. Und wir schießen auch noch ein bisschen hinterher. Die brauchen es ein bisschen, die Franzosen hier. So, Dankeschön. Schön gewonnen. Ach, bitte verfolgen noch ein bisschen. Die Black Watch ist noch fast komplett. Und unsere normale Infanterie ist auch gut dabei. Unsere Bürger halten lange durch. Da hinten haben wir jetzt das Problem, dass wir leichte Laguna gegen Chasseur Archival. Da sind wir unterlegen, aber ich gehe trotzdem drauf, weil weg kommen wir da ohnehin nicht mehr. So, ich rück schon mal nach. Unsere Männer fliehen, Die hauen jetzt nämlich gerade ab, in diesem Moment. Ups. So, da kommen jetzt die Franzosen. Leichte, nee, Linienphysik jetzt, das, okay, alles klar. Und einmal bitte alle eingraben und die Briten und Deutschen müssen jetzt sicher alles zeigen, was sie können. Feuer! Sehr schön. Und Schuss. Sehr schön, zwei schöne Seifen und jetzt kommt portugiesische Infanterie. Ja. Und die leichte Infanterie der King's German Legion. Okay. Da haben wir jetzt verloren. Erwartungsgemäß alles kein Problem. Ist eingeplant. So. Und die Schotten. Einmal schön in Nahkampf. Das können die noch gut. Da hinten verfolgen wir den Gegner, der jetzt, glaube ich, dreimal tot ist. Die Kavallerie kann sich gleich mal um die Artillerie kümmern bei Bedarf. Unsere eigene Artillerie ist auch wieder gut dabei. Die darf man hier auch mal. Die geht da jetzt schon mal drauf. Opa. Und unsere Haubitzen gehen mal auf die Einheit jetzt. Wir haben hier noch eine Dragoner-Einheit, ne? Schön auf dem Hügel. Erinnert mich auch sehr an Mordor, das ganze Szenario wieder. Zwei Hügel und man bekämpft sich dazwischen. Die machen wieder lustige KI-Kavallerie-Attacken hier. Und werden dabei schön vernichtet. Und wir haben schon den Großteil weg. Hier ist gerade unsere Blackwatch-Einheit dabei, unnötigerweise Munition zu verschwenden. Deswegen hole ich mal ganz fix unsere Kavallerie-Einheit. Die sollen mal auf die Artillerie-Einheit gehen. Und die beiden Einheiten machen was Clevereres. Die umzingeln mal die Franzosen. Die gehen noch hinter die Artillerie-Einheit der Franzosen. Ihr dreht euch ein. Und unsere Kavallerie kümmert sich derweil um die Artillerie. Das muss jetzt ganz fix laufen hier. Linienfusilierer, ja, die nehmen die unter Schuss und deswegen können die nicht eingreifen. So, ärgerlich. Komm, geh mal nach vorne. So, da hat geklappt schon mal. So, die Dragoons, die sind praktisch durch und können jetzt hier raus. Und es hat genau geklappt. Wir haben sie aufgehalten und jetzt können wir da reinschießen. Feuer. Ja. Oh, das war eine starke Salve. Und die Schotten bitte auch schnell dahin stellen. Unsere Artillerie muss ich jetzt ein bisschen hierhin schießen lassen. Die machen was ganz Bescheuertes. Und Blackwatch darf dann mal richtig drauf. Hallo, rennen. Schotten, rennen. Ist nicht mit gemütlich Whisky trinken und was weiß ich. Und feuern bitte. So. Und weiter den Kessel eingrenzen. Ihr haut mal ab jetzt hier, die Schützen brauche ich jetzt nicht mehr. Die machen, nehmen zu viel Platz weg. Und ihr geht da ein. So soll es sein. Hier liegen unsere toten Bürger. Und da haben wir unsere Dragoner, die können wir auf die französische Fußartillerie gehen. Unsere eigene Artillerie hört mal ganz kurz auf. Während ich diese Einheit hier vorrücken lasse, genau. Jetzt hauen die Franzosen überall ab. Und Feuer. Ja, oh, das ist mal gut. Yes, jetzt mit vier Einheiten auf einmal. Und Feuer.
Yes, sehr gut. Sehr geil. Die zerfließen geradezu. So, hier haben wir unsere schweren Dragoner, die auf die Franzosen noch gehen und noch alles mit abmetzen können. Ein glorreicher Sieg, Sir. Gehört so viel es geht. Hier geht man darauf. Und da haben wir noch mehr Adler. Die ist, glaube ich, das gleiche Ziel, oder? Ihr seid noch frisch oder aktiv. Genau, dann tut das auch mal. Seid mal aktiv. So. Und jetzt holt noch mal ein paar Franzosen. Genau. Sehr schön. Jawohl. Aber jetzt ist es nämlich ein Angriff, wo wir Belagerer zurückschlagen. Und deswegen, richtig. Nee, nee, fortfahren. Und weiter verfolgen, bitte. Wir gehen mal auf die noch. Er verfolgt die. So. Da weiter drauf. Und nochmal kurz vor, ab, wegblocken und dann ganz gemütlich auf die Kollegen drauf. Muss ja nicht sein, dass sie so viele Truppen halten, ne? Das ist natürlich jetzt fies von mir, ich weiß, aber es ist auch schlichtweg nötig. Genau. Okay, ich denke, das reicht. Und gewonnen. So, Verlustquote 1 zu 2, aber unsere Bürger haben ja das Größte abgefangen, deswegen in Wirklichkeit 1 zu 3. Und wir haben auch jede Menge Erfahrungspunkte, glaube ich, nochmal gesammelt. Vor allem die Infanterie war sehr, sehr gut dabei. Und was hat denn am meisten getötet? Leichte Infanterie Kings German Legion hat viel getötet. Hey. Und außerdem Dragoner und Leichte Dragoner. Klar, bei der Verfolgung zum Schluss. Alles klar. Die Black Watch muss auch gut gewesen sein, oder? 48 zu 42. Na, das ging so. Okay. Schließen. So, den Rest verfolgen wir automatisch. Aber ich lasse mal die verletzlichsten Einheiten kurz hier. Die nicht. Die. Damit die nicht noch mehr Truppen verlieren. So. Das machen wir automatisch. Tschüss. So. Und wieder hier rein. Sehr weit, Reichweite hat er. Und eine hohe Verstärkungsquote. Dank der erwähnten Gebäude. Sehr schön. Also Salamanca gehört jetzt immer noch uns und vielleicht gehört es irgendwann den Spaniern. Ich muss mal eine Möglichkeit finden, das denen zu überschreiben. Vielleicht einfach Aufstand oder sowas. Und unsere eigene Armee hier, die wartet noch ab, bis die ganzen Typen hier wechseln. Und dann können wir eine schön aufgerüstete Stadt Madrid erobern. Und du gehst auch weiter. Ich schicke die immer manuell weiter, weil ihr habt ja gesehen, dass hier mehrfach spanische Truppen uns aufgehalten haben. Weil die Wege blockieren. Da ist er durch den Wald, jetzt geht er durch auch so. Gehen wir erstmal hier an die Grenze. Die ist irgendwo hier. Okay, weiter geht's. Nee, stopp. Geld ausgeben. Irgendwo für moderne Uni. Oder vielleicht hier, Berufungsgericht. Verlieren wir gerade? Nee, wenn wir das jetzt einmal so schaffen mit diesem Profit, dann könnten wir nächstes Mal das Berufungsgericht bauen, um dann hier die letzte wichtige Technologie noch zu bekommen. Rekrutierung der Bürger bringt eine mehr, einen Rekrutierungskapazitätspunkt mehr und 5% mehr Verstärkungsrate. Ganz, ganz wichtig. Okay, weiter geht's. Unser Agent in Cordoba. Okay. Da sitzen aber ja die Spanier. Franzosen sammeln Truppen in und um Madrid. Aber viele kleine Armeen, keine große. Da ist wieder ein französischer Edelmann. Wo ist in Cordoba, sag mal. So, wir haben eine neue Mission. Den Plan des Feindes durchkreuzen. Auftrag, ein feindliches Gebäude sabotieren. Das ist doch einfach. Dafür kriegen wir dann 1000 Goldstücke. Sehr schön. Richtig. Wir müssen ein Gebäude der Franzosen zerstören. Ach, Cordoba. Hier waren große Truppenverbände gerade eben. Jawohl, La Mancha ist jetzt spanisch. Herzlichen Glückwunsch. Das waren auch die Truppenverbände, die dafür gesorgt haben. Obwohl hier schon wieder eine riesige französische Armee steht. Und ich sehe gerade, warum ist denn das jetzt antifranzösisch zu 50% wieder? Oder als profranzösisch zu 50%? Vielleicht wegen der Eroberung? Ist das sozusagen wieder auf Null gesetzt? Weiß ich nicht. Salamanca ja auch. Aber das bleibt so hier.
Gut, der Agent, der kann einmal hier in Valladolid genau das tun, was er tun soll. Irgendein Gebäude sabotieren. Und diesen französischen Provokateur, den mag ich auch nicht. Unsere Truppen werden derweil verstärkt. Und ich ziehe die Truppen jetzt einmal zurück aus Salamanca. Die sollen hier in León schneller verstärkt werden. Oder ganz, ganz schnell hier in der eigenen Provinz. In Norte. Und dann wird Salamanca nämlich gleich erobert werden von den Spaniern. Und wird dann sich aber Spanien anschließen, hoffentlich, und zu unseren Verbündeten gehören. Also ist ein bisschen tricky, das Ganze. So, wir haben genug Geld jetzt für das Berufungsgericht. Und hier kommen jetzt jede Menge Edelmänner nach Madrid. Salamanca und Madrid. So. Hier ist jetzt Stress hoch 10. Politische Unruhe 8. Nächste Runde dann 9. Und Effekte von Agenten auch nochmal 9. Und die Armee hier, die verstärkt das Ganze auch noch. Den Unruhepool, sag ich mal. Und die Franzosen haben einige Armeen, die zusammen vielleicht eine Zweidrittel-Armee ausmachen oder so. Und unsere Truppen hier, die verstärken wir erstmal an der Grenze zwischen Córdoba und La Mancha. Oder La Mancha, je nachdem. Und in Beira haben wir bald, ja, nächste Runde dann 100% antifranzösisch. Sehr schön. Alles super. Gut. Ich gehe dann mal weiter in die nächste Runde. Genau, der verstärkt. Oh, sehr gut, die Portugiesen kommen ihren Priestern wieder. Einer mit dürfte schon in Salamanca stehen. Mal gucken. Ich gucke gleich mal, ob das sich schon auswirkt. Da gab es ein Duell, wo ein Franzose verloren hat. Das ist ja gut. Dann können wir ihn vielleicht. Dann wurde er aufgehalten. Dann können wir unseren Agenten drauf jagen. Also, mal gucken. Salamanca, Forderung schreiben. Und Arbeiterstreik, das ist das Übliche. Was hier dann so passiert. Nein. Und haben wir hier schon Portugiesen? Nein. Aber wir haben jetzt hier in Beira 100% antifranzösische Stimmung. Und da haben wir einen Ortega, einen französischen Knaller, den ich jetzt mal erst ummetzel. Das Gebäude können wir später dann immer noch machen. Solange es schon mal hier ist, enttarnt. Mist. Aber ich werde dich nicht aus den Augen verlieren, mein Freund. So, ab in die Heimatprovinz und schwupps, fette Verstärkungsrate. Ein, zwei Runden muss er da stehen, dann sind wir weiter. Und hier steht Marchand mit einer großen Armee, 18 Mann. Die könnten wir gerade so packen, unseren 15 Mann, zumal die ziemlich gut ausgerüstet ist hier. Aber in Madrid gibt es immer mehr Stress. Und das spüren die Franzosen auch. Hier ist noch ein Agent von uns, dann könnten wir auch irgendwie hier irgendwas anderes Französisches wegbomben. Die Franzosen haben ihre Armee jetzt abgezogen aus La Manca und haben... Das war er hier, oder hat er... Oh, du Scheiße, zwei gleich. Das ist nicht gut. Ja, die Franzosen haben jetzt aufgeholt. Das sieht man schon, diese ganzen großen Armeen. Zwei große Armeen haben wir hier in Salamanca besiegt, aber zwei große stehen schon wieder um Madrid. Vielleicht kann ich Valladolid erobern. Ich sehe gerade, hier ist ein portugiesischer... Was ist das denn? Ein Priester müsste das sein. Der die antifranzösische Stimmung hochjubelt. Das ist ja perfekt. Sehr gut. Also die Portugiesen sind wieder mit dabei. Wenn wir diesen Franzosen hier wegmoppen, dann könnten wir noch weiterkommen. Und Wellington erfrischt sich jetzt ein, zwei Ründchen. Vielleicht auch nur einmal hier in Norte. Und dann geht nochmal durch Lyon durch, wo ja auch ein Nachschubposten steht, immerhin. Und dann könnte er... ja. Dann könnte er... Valladolid befreien, wenn das nicht schon die eigenen Bürger tun. Denn ist ja noch reichlich Potenzial für Unruhe. Und die haben schon Stadtwache ausgereizt und nur noch null Zufriedenheit. Das ist schnell im negativen Bereich. Währenddessen ist hier eine Uni, die natürlich stark wirkt. In Madrid. Die können wir nochmal kaputt bomben. Und du gehst mal nach Salamanca, mein Freund. Der Tatsache, dass wir es gleich verlieren werden, zum Trotz. Ja, Effekte von Agenten, der wirkt natürlich jetzt sehr positiv und wird das hier auch weiter hinkriegen. Aber ich denke, die Unterklasse, die wird noch sehr lange unzufrieden sein, dass sie gleich die französischen Aufstände, die Aufstände gegen uns beginnen, damit das dann bald spanisch wird. Ich habe es ein bisschen verrückt gemacht, weil ich eben dringend Geld brauchte für das Berufungsgericht. Aber dieses Spiel treibt manchmal merkwürdige Blüten. Okay.